Oh, hi und willkommen, mein Name ist Danny Roy P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ich habe offscreen so einige Sachen gemacht, welche ich am Ende des Parts zeigen werde. Ich habe, glaube ich, so, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so an Content, was ich offscreen aufgenommen habe. Und ja, haben wir gedacht, ich nehme das alles offscreen auf, zeige euch die Cutscenes und so. Das sind so 10 Minuten und so. Und ja, anstatt dass wir jetzt hier nochmal ziellos durch die Gegend rennen und alles mögliche finden. Ich meine, ihr guckt euch das mal an. Das hier ist noch nicht mal, weil ich nicht. Das war seitdem ich das letzte Mal irgendwie gespeichert habe. Und ja, 3 Stunden. Ich glaube sogar, ich habe darüber schon gespeichert nach dem letzten Part. Also ja, kann sein, dass das jetzt hier noch länger eigentlich gedauert hat. So, aber jedenfalls, alles wird gelernt, glaube ich. Kommt denn das her? Okay. Bis auf Yuri und Abwehrrückruf. Ich glaube, ich letztens erst hergestellt haben, ne? Ja. Ich glaube, ich brauchte hartes Leder und ich weiß jetzt so ungefähr, wo ich hartes Leder immer herbekomme. Das ist irgendwie so auf der Weltkarte so ein Dingen, weil ich einsammeln muss. Und ja, mit ein bisschen Glück ist da hartes Leder und ja, dann habe ich ein bisschen da eingesammelt. Und ja, habe, glaube ich, alles hergestellt, was man herstellen kann. Und ja, ich würde sagen, wir machen in der Story heute weiter, aber vorher möchte ich noch so 2 Sachen hier erkunden, und zwar diese Dinger hier. Ich weiß nicht, was die sind, aber ich kann da rein und da tut jetzt meine Cutscene auftauchen. Also ja, das will ich wenigstens aufnehmen. Ich habe so ein Ding hier gefunden und dann habe ich noch mal irgendwo so ein Ding gefunden und ja, mal gucken, was damit auf sich hat. Also rein da. Was ist das? Irgendwelche Ruinen vielleicht? Sieht aber nicht so aus, als hätten Menschen hier irgendwas gebaut. Julie, weißt du irgendwas über diesen Ort? Nein, für mich sieht es eher aus wie etwas, das von Natur und nicht von Menschenhand geschaffen wurde. Sieht ganz danach aus, als wäre hier nichts. Wir sollten uns wenigstens ein bisschen umsehen. Und ja, keine Ahnung, was das ist. Sieht wichtig aus, aber keine Ahnung. Ein exakt so ein gleiches Ding habe ich noch mal irgendwo gefunden. Also ja, aber hier ist nichts anscheinend. Also ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Nicht mal Menü sagt mir, weil das hier ist. Alles klar. Wie gesagt, ich habe eine Menge Offscreen-Quests gemacht. Also nicht wirklich Quests, es waren eigentlich nur Cutscenes. Und ja, bin ich jede Stadt nochmal gerannt, habe geguckt, wo kann ich jetzt hier nochmal ein paar Cutscenes auslösen. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich muss da oben hin, als bei dieser Wüste hier, bei diesem Turm in der Nähe. Und ja, weiß ich nicht, ich habe ja gesehen, 3 Stunden und das war noch nicht mal alles so an Zeit. Also ja, ich möchte jetzt nicht hier 3 Stunden lang, 3 Stunden, das sind, weiß ich nicht, das könnten so 4-5 Parts sein. Und ja, ich möchte jetzt nicht 4-5 Parts damit verschwenden, sage ich mal. Hey, warte mal, das ist doch da, wo wir hin müssen, oder? Verdammt, ich glaube, das ist da, wo wir hin müssen, ne? Da gehen wir mal weiter weg. Ja, wie man sieht, die Weltkarte ist sehr gut erkundet. Ich habe sehr viel hier erkundet. Und ja, ich habe jetzt nicht irgendwie eine neue Stadt oder irgendwie sowas gefunden. Also ja, braucht euch keine Sorgen machen, aber doch schon mal die Karte so aufgedeckt hat, könnte vielleicht, oh, da liegt was. Könnte vielleicht nicht schlecht sein. Ich glaube, irgendwie attackenmäßig hat auch niemand was gelernt. Ich glaube, so 1 oder 2 Level habe ich, glaube ich, mehr bekommen. Ich glaube nur, ja, Spiralflamme, weiß nicht genau was, wieso und warum, aber hat sie gelernt auf Level 32, glaube ich. Und ja, hier ist noch mal so ein Teil, lass mal gucken. Und da hinten liegt was. Ich hatte jetzt schon mal auf, weil ich nicht weiß, ob das irgendwie verschwindet, wenn ich da reingehe, so despawnt oder irgendwie so was. Okay, gehen wir mal nach rein, da wird wahrscheinlich auch nichts sein, ne? Okay, jetzt keine Cutscene. Ich meine, letztes Mal, als ich hier reingegangen bin, kam eine Cutscene, aber war wahrscheinlich genau das gleiche wie beim anderen Ort, nehme ich an, ne? Okay, hier kann man wohl irgendwann hin, ne? Ich meine, sehr stark an, irgendwann später wird das wichtig sein. Gut. Also ich weiß jetzt nicht genau,
man hier noch machen kann, so außer die Story fortzusetzen. Also ja, gehen wir weiter. Oh Gott, oh Gott. Okay, ja, sollte ja nicht so schwer sein, oder? Ja, komm. Oh, kritisch. Schon eine Weile her, seit ich auf Screen hier gelevelt habe, alles. Und dann, ich ein bisschen aus der Übung bin. Aber ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Boah. Das heißt, ich werde jetzt eine Menge aufnehmen. Wenn ich Glück habe, könnte ich sogar das ganze Spiel hier können. Ja, nee, glaube ich nicht. Außer ich tue wirklich so viel voraus aufnehmen. Aber nee, glaube ich nicht. Aber wir dürfen auf jeden Fall sehr viel weiter kommen. 2 Wochen sind viel. Und wenn ich jeden Tag so ein paar Parts hochlade, aufnehme, könnte halt schon mal bringen, ne? Also viel werde ich aber auch nicht aufnehmen. Hey, warum sind Level 15 Gegner so stark? Pff. Hi Judith. Hi Judith. Hey, warum hätten die Gegner denn so viel aus? So, oh ja, außerdem, ich habe diese eine Hunde-Quest schon mal hier so ein bisschen Fortschritt gemacht. Warte mal, das will ich lieber. Boah, ich guck mal nochmal nach. Weltkarte hier. Und ja, boom. Das Blaue ist alles meins. Und ja, so wie das funktioniert, ich gehe irgendwo hin und pinkel. Und ja, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind da oben in der Ecke. Ich glaube, da ist sogar noch gar nichts. Na, ich drücke jetzt Dreieck und dann sieht man da in der Seite nichts. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man das irgendwie ranzoomen? Nee. Aber ich bin auf der Karte hier. Na. Und ja, da ist jetzt noch nicht so viel Blaues. Also gucken wir mal, wie hat funktioniert. Man muss wortwörtlich eine Matte benutzen und übernachten auf der Weltkarte. Und dann wird das Gebiet da ein bisschen blauer. Wenn ich jetzt Glück habe. Ja, guck mal. Und ja, das habe ich so überall, wo ich hingehen konnte, gemacht. Und ja, weil wo rot ist, konnte ich entweder nicht hin oder hat der wieder drüber gepinkelt. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Aber dazu mehr irgendwann. Ich werde das mal die ganzen Cutscenes hier. Ich darf nicht vergessen, ich tue die ganzen Cutscenes hier am Ende noch hinhängen. Also so viel darf ich jetzt nicht aufnehmen, so weil nicht 40, 30 Minuten. Weil jetzt sind ja doch schon so 10 Minuten oder so. Keine Ahnung, ich bin irgendwie nach Dings in Juris und Estelles Hauptstadt hier, Heimatstadt zurückgegangen und ja. Da habe ich so einen Hund getroffen. Der hat Repeat irgendwie. Ja, ne, der hat Repeat irgendwie sowas gegeben. Irgendwas Wertvolles war das. Also nicht da Pelz bei der Freundschaft. Da habe ich wortwörtlich eine Katze bekommen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ja. Und ich glaube, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, mit Repeat durch die Gegend zu laufen. Da weiß man nicht genau, was mir halt bringt, aber ja, ich konnte mir halt herstellen, also habe ich mir halt hergestellt, ne? Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit, womit wir weitermachen sollen. Wir mussten zur Stadt. Boah, ich habe den Namen vergessen. Nordpolika oder so hieß der Ort, wo wir hin müssen. So, hier auf der Karte, da genau vor mir, da ist eine 8. Was soll das bedeuten? Also ich habe schon so einiges hier entdeckt auf der Weltkarte. Aber darauf werde ich irgendwann später zurückkommen. So wirklich Fortschritt storymäßig und so habe ich sowieso nicht gemacht oder Nebenquestmäßig. Ich habe an keinen Ort, keinen neuen Ort irgendwie, also den ich nicht besucht habe, sowieso irgendwas bekommen. Aber hey, da ist noch so ein Ding. Aber da kann ich glaube ich nicht hin, ne? Da ist nirgendwo Sand. Okay. So, hier müsste halt irgendwo sein, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, dann lass mal hier irgendwo Weltkarte aufdecken.
Oh ja, machen wir weiter mit der Story. Ich glaube, Patty geht aus unserer Gruppe raus, weil ich ein bisschen doof finde. Und ja, wir überspringen mal die Cutscenes, weiter haben wir ja schon gesehen. Wir landen da, dann kommt wieder dieser eine Typ von so einer Gilde, der voll irgendwie am Stottern ist. Und ja, wir sollen, glaube ich, ja, Patty hat die Gruppe verlassen. Dreck. So, ja, mal glaube ich, hier sind wir, glaube ich, stehen geblieben beim letzten Mal. Kann ich zurück, kann ich irgendwie durch die Gegend fahren, wenn ich will? Belios. War, glaube ich, der Typ von der Katze, ne? Oder auch nicht. Okay, muss ich mal kurz hier informieren. Wo kann man das nachgucken? Album? Nee. Kampfbuch? Gibt es nicht irgendwie so was, wo man... Wo war das nochmal? Zusammenfassung da. Wo bei Patty Gruppe angefliegt. Ja, du musst einen Brief abliefern, genau. Ja, den letzten Part, glaube ich, bekommen hat, ne? Ja, das ist ein Nachteil, wenn man irgendwie ja so mit Wochen Abstand aufnimmt, ne? Man kommt immer wieder raus aus der Story, das ist ein bisschen doof. Man ja, hallo. Hoppla, seid ihr auch hier, um Batingi zu essen? Nö. Batingi, das ist eine Art Fisch, oder? Schmeckt der? Früher war übel wie gepökelter Stiefel, ungenießbar, aber jetzt ist er ganz lecker. Der Fisch schmeckte früher schlecht und jetzt ist er lecker? Ja, es war ein mieses, mickriges Fischlein. Nichts dran, aber jetzt ist er plötzlich richtig fett und gibt ein gutes Mahl ab. Es könnte auch ein eher Ungleichgewicht in der Nähe liegen. Ich frage mich, ob es am Meeresgrund ein eher Kräne gibt. Julie, nicht schon wieder. Das ist schrecklich schnell. Hm, was soll die Aufregung? Ich weiß nichts genau, ist nur, dass ein Blast hier zerstört wurde. Wer würde so etwas tun? Niemand hat sein Gesicht gesehen, aber es war jemand mit einem Speer. Ein Speer? Der Drachenfreak. Oh, Rita. Rita rennt immer in der Gegend herum, nicht wahr, Julie? Julie. Ehrlich gesagt scheint Julie genau so zu sein. Was? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wo warst du? Ein sehr netter Herr hat mich zum Tee eingeladen. Was? Unvorstellbar. Deinen Kommentar können wir verzichten, alter Mann. Schon eine ziemliche Unruhe zu herrschen. Ist etwas passiert? Du bleibst ja wohl zerstört. Es war derselbe Drachenreiter wie beim letzten Mal. Genau zu dem Moment, in dem du verschwunden bist. Außerdem hat er ein Speer, genau wie du. Oh, wie furchterregend. Sag mal, wie blöd seid ihr eigentlich alle? Ja, du bist sicher starr vor Angst. Er wurde in Stücke gerissen. Verdammt, ich schwöre, dieser Drachenreiter wird noch meine Faust zu spüren bekommen. Wie blöd seid ihr eigentlich alle? Ja, seid ihr gekommen, um knallharte Action? Was? Ah, oh, gibt's eine Arena? Hallo, guten Abend. Zum Klausieren geht's gerade. Okay. Ich glaube, da ist irgendwie, ich glaube, ich gehe den richtigen Weg, ne? Hm. Ich glaube, ich habe mal mit Juri irgendwie eine neue Fähigkeit gelernt, ne? Tigerklinge, genau. Er war in irgendeiner Cutscene im wie auch immer nochmal die Hauptstadt von den beiden, die Saphiris oder irgendwie sowas. Meister. Oh, Prinzessin, lange nicht mehr gesehen. Sind Sie bei guter Gesundheit? Ja, Meister, Sie sehen ebenfalls sehr gut aus. Sie sind oft mal an vielen fernen Orten gereist, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ja, ich habe so viel gesehen und gehört. Das war eine fantastische Erfahrung. Aber war diese Erfahrung wirklich nötig, damit Sie den kaiserlichen Thron besteigen können? Wie meinen Sie das? Sie haben sich mit Leuten verzweifelten Charakters umgetrieben, ohne jede Rücksicht auf Anstand und Schichtigkeit. Zweifelhaften Charakters?
Haben Sie sich je Gedanken darüber gemacht, ob dies die richtige Handlungsweise für eine Anwärterin auf den kaiserlichen Thron ist? Aber Meister, Sie haben doch selbst gesagt, dass ich möglichst viele Erfahrungen sammeln muss. Spricht nichts dagegen, seinen Horizont zu erweitern. Das wahre Problem ist Ihr eigenes Handeln. Mein eigenes Handeln? Es geht darum, ob Sie sich in einer für die richtigen Rolle des Kaiserin angemessenen Weise verhalten haben. Ich möchte, dass Sie alles, was Sie dem Verlassen des Schlosses getan haben, einer Prüfung unterziehen. Überlegen Sie genau, ob das auch wirklich die richtige Handlungsweise war. Das war ein selbstgerechter alter Macke. Hey, das habe ich gehört. Er ist gerade an dir vorbeigelaufen. Bei unserer letzten Begegnung ist mir dieses Verhalten überhaupt nicht aufgefallen. Ist er immer so? Ja, Meister Drake war immer sehr streng. Ich bin das allerdings schon gewohnt. Andererseits ist er vielleicht gerade der Grund, warum ich mich auch, warum ich mit euch reise. Ich will damit sagen, dass ich mich in seinen Augen bewähren will. Es ist aber nur geraten, nicht wahr? Es tut mir wirklich leid. Nein, ist schon in Ordnung. Wenn du nur redest, es stimmt doch, dass du dich in seinen Augen bewähren willst, oder? Ja. Ja, dann sollst du ihn irgendwann einmal zur Seite nehmen und ihm gehörig Bescheid sagen. Gut, wir müssen irgendwann gegen ihn kämpfen, pass auf. Und dann macht er uns fertig. Okay, das sieht mir schon wieder wichtig aus. Okay, irgendwann wird ja sowieso passieren. Ist jetzt nicht so, als wenn wir irgendwo hier besuchen wir hier irgendwo eine Stadt und nichts passiert. Ne? Wir können ja nicht immer irgendwie einen entspannten Tag haben oder so. Ne? Zurück zur Feldkarte. Weil wir nicht Belios sehen. Hoch, dieser Weg führt aus der Stadt. Ich will doch noch mal gucken, Mann. Okay, ich habe noch keinen Shop oder so gesehen. Pff. Hier ist nichts, da ist nichts. Hallöchen. Ich komme nach Desir, um nach Ursprung uns von uns Kritja im Westen zu suchen. Der Werfer ist verschwunden und ich musste meinen Plan aufgeben. Kritja ist halt die Rasse von denen. Lass mich raten, Judith. Ich tue mal Judiths Hintergrund erraten. Weil, keine Ahnung, sie ist eine Ausgeschlossene von ihrem Clan oder ihrer Rasse oder irgendwie sowas. Ich habe schon genug Tales of Spiele gesehen, wo das der Fall war. Also ja, ich nehme jetzt mal an, dass genau das, was der Fall sein wird, ne? Die ist eine Ausgeschlossene aus ihrer Rasse und weiß nicht, reist deswegen um die Welt. Wenn das wahr ist, ne? Das ist jetzt hier so ganz spontan geraten, jetzt nicht mit Theorien aufgestellt oder so, jetzt einfach nur so, dass mir erst hier im Kopf gegangen ist, ey. Ja, stimmt, ne? Dann, ach. Ich erinnere mich an Ni No Kuni, ey. Das Spiel war nicht schlecht, aber wenn du wortwörtlich. Das wurde auch als Meisterwerk irgendwie gepriesen in Japan, aber wenn du wortwörtlich jede Sache irgendwie voraussehen kannst, und ich habe irgendwie den ganzen Plot irgendwie vorausgesehen von dem Spiel, so, weil nicht Stunden bevor die eigentlich passiert sind, ich habe immer nur so spontan gesagt, ja, ich habe immer so spontan irgendwie so vor mir hergeredet, ja, ich wette, der ist das, und da am Ende wird der oder der das machen oder das tun, und ja, da ist alles eingetroffen, und ja, das war, weiß nicht, das hat irgendwie nicht so fürs Spiel gesprochen, habe ich so ein Gefühl. Das sind alles alte Waffen. Ach, er hat das schon, sie hat das schon. Er hat das schon. Perfektes Grün. Oh, ich mag den Sound davon. Wie sich das anhört, meine ich. Boah. So, ich muss mal Sachen verkaufen. Weiß zwar nicht, wie mir andauernd das Geld ausgeht, nachdem ich so viele Stunden irgendwie hier offscreen Sachen gemacht habe, aber ja, anscheinend bin ich immer noch knapp bei Kasse hin und wieder. Aber ist ja okay, ich habe genug Sachen zum Verscherbeln. Boom. Viele, ich habe eigentlich gar nicht so viele Kämpfe gemacht, glaube ich. Nur so ein bisschen kochen gelevelt. Da war es eigentlich. Noch nicht mal das. Ich habe eigentlich nur gegen Sachen gekämpft, irgendwie, die mir im Weg kamen. Also ja. So aktiv irgendwie gegrindet, Level und so habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich komme ja auch irgendwie voran gerade. Also, ja. Nicht so, als wäre irgendwie das Spiel zu schwer gerade. Hallo? So, du machst das noch.
Das ist dieser super mega Bogen, den er hat. Das ist, glaube ich, die stärkste Waffe, die ich gerade habe. So, wir haben neue Sachen. Neues Essen. Okay, das wird alles nicht reichen, glaube ich. So, mein Heiler braucht Rüstung. Mein Hund braucht Rüstung. Ja, kaufen wir alles von allen ein. Oh Gott, das wird nicht reichen. Ich die kaufen oder herstellen? Kaufen, ne? Ja. Das ist schwächer als was alles, was ihr habt, okay. Ja, mein Heiler braucht. Und irgendjemand hier. Jetzt pass auf. Jetzt kommen wir Dutzende neue Waffen. Ja, ach. Basilat. Automatisch Arznei 2, okay. Alpha und Beta, wo ist ein Basilat? Kann ich wieder nicht kaufen, ist klar. Ah, ich muss schon wieder Sachen hier verkaufen. Na, ist egal, ich habe erstmal neue Rüstungen und so, das ist doch schon mal Waffen, meine ich, das ist doch auch schon mal was. So, und ganz was Neues lernen. Geistheiler, Widerstand. Ja, du hast noch deinen Superbogen oder hast du die anderen Sachen noch nicht? Doch. So. Mein Schwert habe ich, glaube ich, für sie nicht geholt. Wo ist denn dieses Basilat? Da könnte ich mir vielleicht noch herstellen, damit sie auch noch was zum Lernen hat. Ach, den habe ich gerade gekauft, ne? Ja. Zauberabwehr, Widerstand. So, stärker. Für dich hätte ich eigentlich noch gar nichts kaufen müssen hier. Du hast noch, weiß nicht, du hast noch was zum Lernen. Ja, du hast nichts, aber du hast ein. Da, wollte schon sagen. Ah, ja. So, Estelle habe ich Sachen gekauft, ne? Mächtiger Schutz. Der ist mächtig. Ich glaube, für Juri habe ich noch was geholt, ne? Ritterrüstung. Aber alles. Das habe ich. Ritterhelm. Habe ich noch nicht. Gehen wir in die dicken Sachen, ne? Ja. Nein, Mann. Oh. So, dann will ich noch gerne hier für Estelle was herstellen, damit sie auch noch was zum Lernen hat. Ich weiß nicht, wie viel ich brauchte. Ich glaube, so mindestens. Können wir hier von was Neues? Da können wir auch schon neue Sachen holen. Geil. Okay, na, was nehme ich davon? Heilabwehr, automatische Arznei. Ich glaube, das hier nehme ich mal, ne? So. Boom. Also auch was zum Lernen. Gut. Hat noch mehr hier. Piratenmesser plus 1. Das haben wir noch nicht, ne? Viertel Schaden. Boah. Takemaki Katsuchi. Hast du gerade. Okay, boah. Ja, gibt es irgendwann, was ich verkaufen kann? So, ich hoffe, ich brauche das nicht. Aber wirklich, ich brauche das nicht, ey. Sonst kriege ich hier. Ja. Boom. Kampfbonus. Keine Ahnung, was das ist, aber. Von den zwei Dingern möchte ich hier gerne mal ein paar Sachen herstellen. Da habe ich aber nichts von. Das hier kann ich mir herstellen. Sturmbringer. Die ist nicht irgendwie von Bobby, sondern nochmal. Jetzt Berseria. Spinnennetz. Das habe ich alles noch nicht. Die Rüstung will ich gar nicht erst nachgucken.
So, Waffen. Ist noch irgendwas, was ich herstellen kann? Dann sind wir auch gleich fertig, hoffentlich. Auch von dem einen, okay. Stärke T, wie kann man das nachgucken? Paket, Teil KP, Beteiligung. Ah, okay. Ja, stell das mal, aber ich habe kein Geld. Oh. So. Boah. Von hier kann man auch. Jetzt hat, glaube ich, jeder was Neues, ne? Ich muss schon wieder Sachen verkaufen. Ja, habe ich irgendwas hier doppelt? Boom. 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 So, komm schon. Müsste reichen. Den Bogen wollte ich neu erstellen, ne? Ne, warte. Da. So, er hat jetzt ausgerüstet, ne? Ein Power Jojo plus 1 kann ich mir auch noch erstellen, ja. Hab sogar zwei von den Dingern. So, sehr gut. Boah, du hast noch. TP-Verfassung. So viele Fähigkeiten. Ich habe gar nicht so viele Punkte zum Investieren. Das ist der Trick. Aber guck mal, jeder kann jetzt aber ihre Sachen lernen. Das ist schon mal gut. Und dann tun wir mal. Geld macht die Runde. Das. Danke, Estelle. Ich merke schon, wie viel ich ausgebe. Ich habe kein Geld. Na, und Patty hat meine Dings hier. Damit ich mehr Geld am Ende des Kampfes bekomme. Das ist mal eine geile Idee. Ich glaube, das mache ich jetzt auch immer. Nein. Jetzt sollen wir vielleicht die Fähigkeiten hier angucken von einigen Leuten. Obwohl, die sind ja sowieso erstmal alle aktiv wegen den Waffen. Schauen wir, wenn du durch einen Angriff getroffen wirst, Luftarzt. Das habe ich doch schon. Da, boah. Angriff, einen weiteren Treffer hinzu. Schön, wenn man zum Boden geschlagen. Oh, cool. Widerstand 2, Verteidigung, ja. Die Menge der nach einem Kampf wiederhergestellten TP, auch nicht schlecht. Wird bei KP über 75% den physischen Angriff von 25. Das ist auch nicht schlecht. Also ja, je weiter er geil ist, hochgeil, desto besser eigentlich, ne? Wenn man allein von Chance Zauber zur Heilung von Staatseffekten angewendet. Cool. Magie, oh, das ist ein bisschen doof. Verteidigung, Zauberabwehr. Er hat noch nicht Zauberabwehr gehabt. Ja, noch nichts. Kampfbonus. Wäre dich ein Gegner-Symbol von hinten, damit beim Kampf eventuell alle TP der Gruppe zurückkehren. Was? Das ist ja voll überpowered. Hört ab und zu die Wirkung eines physischen Angriffs durch Elementattribute. Das Problem ist, ich habe nicht so viele FP. Dreck. Okay, was soll's. Jetzt haben wir erstmal, weil ihr seht aus, als könnten hier voll viele Shops irgendwann kommen. Ich bin Mitglied der Palestrale, der Gilde, die Stadt regiert. Ich bin heute wie immer auf Patrouille. Aber warte, ich gehe mal speichern. Weil wer weiß, was hier passiert, ne? Wisst ihr, warte, ich glaube, ich beende den Part sogar. Weil, wie gesagt, Cutscenes sind ein bisschen lang, was ich auch vorhin gemacht habe. Und ja, ich will mal, weiß ich nicht, mich nicht verschätzen. Ich gehe mal, warte mal, wie lang sind die Parts? Ah, meine Maus, ne? Meine Maus.
Lass mal ganz kurz gucken, wie lange das ist. 11 Minuten. Ja, okay. Haben wir das hinter uns und ja. Haben wir jetzt mehr oder weniger uns noch vorbereitet. Dann kann ich jetzt auch noch offscreen hier nach, ob ich so ein bisschen Geld zusammenkratzen kann und die restlichen Sachen hier herstellen kann. Und ja, mache ich das auch noch, damit wir gut vorbereitet sind. Und ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Kommentar oder was war das andere nochmal? Ein Abo, boah, das Wichtigste. Ja, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sagt ciao, bis zur nächsten Folge.今日のメニューもまたこれ定番ですね。でもどうしていつも同じメニューなんでしょうか。レシピは他にも持ってるのに、カロルがいつも決まった材料しか補充しないのじゃ。リタがこのメニューなら毎日でも食べられるって言ったんだよ。違うわよ、おっさんが他のメニューは嫌だってこねたんでしょ。ユーリが安上がりなメニューだってこだわってたのよ。ジュディが味比べだとか言ってなかったか。エステルがこのメニューで特訓してたのだと思ったけど。 俺、そろそろ違うものが食いたいな。僕も。右に同じ。飽きたのじゃ。レシピの持ち腐れだわ。じゃあ次は違うメニューにしましょうね。みんな不満だったんじゃの。ちょっと、またおっさんの嫌いなもの食わせんの。違うの作ってよ。おっさんいじめ反対。あら、 じゃああなたは食事抜きにするのね。僕たちだって嫌いなものでも我慢して食べてるんだから、レイブも我慢しなよ。私なんて読書の手を止めて食事に付き合ってやってるんだから、ありがたく思いなさいよ。変色は栄養が偏って体に良くないですよ。もう十分成長しちゃっておっさんに今更に。ラピードがバカにしてるぞ。人間の風上にも置けないってさ。 一番年上のくせして恥ずかしくないのか。別におっさんダメな大人だもん。開き直りやがった。最低ね。
外でキャンプして食べるご飯って最高に美味しいですね。星のスパイスが効いてるんでしょうか。星のスパイスがか、そうかもしんねえな。町の宿屋で食べるご飯の方が美味しいよ。少年、お嬢ちゃんがいいこと言ってんのに台無しよ。でもどこで食べても料理は料理、お腹の中に入っちゃったら全部同じよ。 こっちの少女もまた情緒のないこと言ってくれるわね。いいんです。どうせ宿屋のご飯の方が美味しいし、どこで食べたって同じなんです。ほら、エステルがすねちまったぞ。あれ違うかな。ごめんなさい。ねえ、犬ご飯は人として、どうかと思うのよ。 腹に入れば何でも一緒じゃなかったのか。普通の食事と犬ご飯は次元が違うでしょう。食べ慣れてってるのが怖いよね。でも病みつきになる味じゃないです。私は珍味っぽくって好きです。通好みの味ってやつか。僕は通になれなくてもいいかな。